drei konkrete Potenziale für deinen Vertrieb aus einer echten Studie heraus, die ich dir gerne mitgeben möchte, die du dir mal anschauen kannst in deinem Vertriebsprozess. Ja, und wo du am Ende natürlich auch mehr Umsatz generieren kannst. Wann schauen wir uns die an? Wie immer nach dem Intro. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und freue mich wie immer sehr, dass du dabei bist. Heute geben wir etwas Gas, denn es geht gleich wieder in das wunderschöne Wien zu unserem Kooperationspartner. Da sind sie, die roten Elefanten, Thema Produktivitätssteigerung, sehr, sehr spannend. Übrigens unter dem Video findest du auch verlinkt die Seite, das LinkedIn-Profil. Schau dich da gerne mal um, denn da entstehen diese Realtime-Studien, diese Verkäuferinnen-Begleitungen, wo wirklich jede Minute aufgeschrieben wird. Und aus dieser Studie, aus der Praxis heraus, möchte ich dir gerne drei konkrete Potenziale mitgeben. Wir gehen gleich da rein. Hinweis zum ersten Potenzial findest du hier oben ein intensives Video, wie du das Ganze mal neu betrachten kannst. Gehen wir rein ins erste Potenzial. Der unglaublich hohe Reiseanteil. Also in diesem Beispiel sind es 5 Stunden 48, 400 Kilometer. Aufs Jahr gerechnet sind es 60.000 bis 65.000 Kilometer und damit 40 bis 50% der Arbeitszeit. Das eben angesprochene Video geht da etwas tiefer rein. Und wie kannst du mit einem hybriden Vertriebssystem das Ganze mal neu denken und viel mehr Kunden erreichen? Schau dir es gerne an. Nochmal ein Satz zum Thema Reiseanteil. Das Zurück nach 2019 und in die Jahre davor, das ist eine Illusion. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Wenn du denkst, es kommt wieder, dann liegst du falsch. Diese Außendienstmenschen gehören auf die Straße-Denkweise, die ist schon seit Jahren veraltet. Es gibt andere Ansätze, Systeme, wie wir unsere Kunden, unseren Kunden ins Schaufenster stellen, wie wir Vertriebsprozesse generieren, wie wir sie wirklich nutzenorientiert und wertschöpfend auf die Beine stellen, sodass wir alle was davon haben. Ne? Die Kundenseite, die Unternehmensseite, wir als der aktive Part darin. Und das macht Spaß. Ganz, ganz wichtig, wir malen hier Grautöne. Schwarz, rein digital, no way. Weiß, nur offline, no way. Wir sind in der Mitte, wir finden für jede Branche, für jedes Produkt, für jede Dienstleistung den passenden Grauton. Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Schau dir einfach mal an, und das ist die Denksportaufgabe. Ist das wirklich nötig in dieser hohen Anzahl? 50, 60 Tage hochgerechnet im Jahr nur im Auto zu sitzen, und damit meine ich 8 Stunden? Oder kannst du Potenziale in die neue Welt gießen, in ein hybrides Vertriebssystem, damit viel, viel mehr neue Kundinnen und Kunden erreichen oder bestehende viel, viel besser betreuen, abholen, Kundenservice steigern etc. pp. Das ist unser Thema, was wir in den Projekten uns immer wieder anschauen. Und ich verspreche dir hiermit, wir finden überall Potenziale für eine neue Denkweise, für eine neue Vertriebssystematik. Und die macht allen Beteiligten immer viel Spaß. Ist mit Veränderung verbunden. Das ist auch mal Kacke, ne? Das ist irgendwie anders. Ich habe es ja 20 Jahre so gemacht, jetzt soll ich es irgendwie neu denken. Alles gut, das sind menschliche Prozesse der Veränderung, die gehören dazu. Ein Riesenpotenzial, und deswegen gehört es hier ins Video. Wie viel Reiseanteil in deinem Vertrieb kannst du in kundenaktive, also in verkaufsaktive Zeit investieren? Denk mal drüber nach, drück mal auf Pause, schreib es mal in die Kommentare, interessiert mich. Zweites Potenzial, und da gehen wir mal in den Text rein. Mangelhafte Ergebnisse bei den durchgeführten Kundengesprächen. Wie kommen die zustande? Ich schreibe es erstmal an. Immer wenn wir in die Projekte reingehen, haben wir natürlich auch Workshops, wo wir in der Praxis gewisse Themen erarbeiten. Und diese Themen finde ich wieder, wenn ich hier in den Text reingehe. Und wie gesagt, der kommt von einem anderen Berater. Ne? Und ich erkenne mich darin vollkommen wieder, was da steht.
und welches enorme Potenzial da drin schlummert. Und wenn du nur ein Potenzial entdeckst, wo du sagst, stimmt, das könnte ich mir mal angucken, dann hat es sich gelohnt, dass du hier gerade dieses Video schaust. Die Probandin, in dem Falle eine Frau, die im Verkauf unterwegs ist, hat keine Strategie für die Gespräche. Thema Strategie, wie führe ich ein Kundengespräch bei Bestandskunden, bei Neukunden, bei Upselling, bei Cross-Selling, bei Empfehlungen, bei Reaktivierung etc. pp. Wie gehst du daran? Hast du da eine Systematik oder sagst du Bauchgefühl? Das mache ich nach Bauchgefühl. Bin ja schon 18 Jahre dabei, das läuft. Okay, konkrete verkäuferische Zielsetzungen fehlen. Nochmal da oben, kleiner Videotipp, ist schon vor 2 Wochen erschienen. Wie kannst du deine Ziele, ganz, ganz wichtig, in den Alltag integrieren? Wie kannst du verträglich in die Zielerreichung gehen? Wie kannst du vielleicht über OKRs mal nachdenken, um eine Emotion in die rationale Ziele-Thematik reinzubekommen? Total spannend. Hast du Ziele? Okay. Die Probandin hat Instrumente, die ein Verkäufer, eine Verkäuferin einsetzen kann, nicht verfügbar. Es fehlt konkret an Know-how, um verkäuferische Zielsetzungen zu erreichen. Da steckt drin thematisch Verbindlichkeit. Da steckt drin, wann kommt mein Sales Pitch, wie ist der aufgebaut, wie transportiere ich die Leistung in den Kopf meines Gegenübers. Welche Fragen stelle ich, um welche Ergebnisse zu bekommen, wie viele Informationen zu erhalten. Die Qualität deiner Antworten, die du erhältst, hängt immer von der Qualität deiner Fragen ab. Wie gehe ich am Ende auseinander? Wo geht es wie und wann weiter? Wer hat bis dahin was zu tun? Verbindlichkeit, Klarheit, Klarheit und Vollständigkeit in der Kommunikation. Alle Themen, die uns immer wieder helfen in diesem komplexen Prozess. Die Auswirkungen. Die Kundenbesuche haben einen sehr starken administrativen Charakter. Sie wirken spontan, sie wirken unvorbereitet. Das hätte alles auch telefonisch passieren können. Heute sprechen wir über hybride Ansätze, Online-Meetings. Hätte auch alles im Online-Meeting besprochen werden können. Weniger Reisezeit, mehr kundenaktive Zeit. Die Probandin stellt kaum Fragen, geschweige denn offene Fragen. Somit erhält sie auch kaum Informationen von dem Kunden, die sie für den Verkaufsprozess nutzen könnte. Immer wieder in der Praxis zu entdecken, wir stellen geschlossene Fragen, bekommen wenig Antworten. Das ist so Verhörcharakter. Fühlt sich irgendwie auch unwohl an in dem emotionalen Bereich und dann denkst du dir, blöd, so richtig kommen wir nicht ans Laufen in dem Gespräch, wir werden nicht warm, dann breche ich es halt ab. Dann ist ja auch bis hierhin gut gewesen, so, dann gehe ich halt zum Nächsten. Das sind alles Themen, die hier drinstecken. Die fehlende Information führt letztendlich zu einem sehr passiven und reaktiven Verkaufsverhalten. Das unverbindlich ist, da ist dann wieder Ursache und Wirkung Prinzip und allenfalls die aktiv geäußerten Kundenwünsche berücksichtigt, die aktiv geäußerten, die dahinterliegenden Kaufmotive, die tatsächlichen Bedürfnisse, die liegen brach, die bleiben im verschwiegenen Kasten schön eingeschottet liegen. Zudem ist auch die Unsicherheit zu spüren, die natürlich in dem Falle, da sind wir auf der menschlichen Seite unterwegs, durch die Mitfahrt begründet werden kann. Auf der anderen Seite kannst du ja auch sagen, ich feiere das total, wenn mich jemand begleitet, der das aufnimmt, um mich dann besser zu machen. Also auch da, du hast die Wahl, wie gehst du da rein? Wir machen das auch regelmäßig, dass wir in den aktiven Prozessen begleitend unterwegs sind, weil du dann den höchsten Mehrwert hast. So, das dritte Potenzial, da gehen wir ein Stück weit nach unten. Dritte Potenzial für unser Video, denn insgesamt gibt es hier 9, ist die suboptimale Besuchsvorbereitung und die Terminabstimmung. Schreib's gleich noch auf, damit wir es da auch vollständig haben. Geh erstmal in den Text rein. Der Nutzen des Kundenbesuches ist für die Kunden als eher gering einzuschätzen. Also wir setzen uns mal zusammen, nur mit welchem Ergebnis? I don't know. Thema Verbindlichkeit. Den Kunden wurde keine konkrete Agenda vorab übermittelt und zu dem Gesprächsbeginn fehlte jegliche Positionierung. Erinnerst du dich, wenn du öfters hier schon unterwegs warst, kennst du das Video sicherlich an die Atze-Formel? Wie startest du ein Gespräch? Wie baust du eine Atmosphäre auf? Wie kommst du konkret in die Gespräche rein, um halt auch klar zu machen, was ist denn unsere zeitliche Vorgabe und was ist vor allem die Zielstellung? Und welche Erwartung, noch wichtiger, bringt meine Kundin oder mein Kunde mit? Total, also
unabdingbar, möchte ich sagen, an der Stelle. Und zwar immer fehlte hier komplett. Bis auf den ersten Kundenbesuch waren die Kunden nicht vorbereitet. Die Gespräche hatten eher einen spontanen Charakter. Ein Gespräch wurde kurzfristig abgesagt. Du sitzt viel im Auto, du fährst dahin, kurzfristig wird das Thema abgesagt. Auch hier sprechen wir über Verbindlichkeit, Vorbereitung. Bei einem weiteren Gespräch war der Entscheidungsträger nicht anwesend und die Vertretung war nicht informiert. Alle Gespräche sind quasi an der Kasse im Verkaufsraum geführt worden. Da Thema Konzentration, Wertschätzung für die Themen, die du reinbringst. Also wie soll das denn funktionieren, wenn du das zwischen Tür und Angel machst? Ich habe mehrere große Projekte begleiten dürfen, auch in der aktiven Begleitung des Außendienstes. Vor ein paar Jahren, letzten 2 Jahren, kannst du dir vorstellen, war das jetzt relativ überschaubar. Doch da fällt es immer wieder auf. Wir gehen da rein und sagen, Mensch, wenn wir gerade hier stehen, dann präsentiere ich Ihnen jetzt mal mein Produkt. Also das habe ich Ihnen mitgebracht, das ist das, das ist das, das ist das. Die Frage lautet, wie soll sich deine Gesprächspartnerin jetzt darauf konzentrieren? Da geht die Tür auf, es kommt ein Kunde rein. Da hat irgendwie eine Mitarbeiterin eine Frage, da fällt irgendwas um, da klingelt das Telefon. Wir brauchen auch eine Wertschätzung auf beiden Seiten. Das heißt, wenn du einen Termin machst, der verbindlich und gut vorbereitet sein sollte, dann sorge auch für eine ruhige Atmosphäre und eine ablenkungsfreie und eine fokussierte Atmosphäre. Denn nur dann kannst du auch deine Leistung kommunizieren und übermitteln. Wichtiges Thema. Die fehlende Vorbereitung und die Verbindlichkeit. Picasso hat gesagt, ein Mann, der sich nicht vorbereitet, kann sich nur blamieren. Das zählt auch für Frauen, das zählt auch für divers, das zählt für uns alle. Eine Vorbereitung ist extrem wichtig. Wenn du sagst, oh, ich gehe da mal rein, übrigens auch im Online-Meeting, ich klicke mich da mal rein, ich nehme da mal teil, mal gucken, was passiert, ich muss ja nicht wegfahren, ist ja scheißegal, dann hast du ein Thema. Dann hast du über lange Sicht ein Thema. Du wirst unverbindlich rausgehen. Was war da jetzt eigentlich das Ziel? Was ist das Ergebnis? Wie geht es weiter? Keine Ahnung. Muss ich da jetzt nochmal anrufen? All diese Fragen solltest du natürlich klar haben und dann siehst du auch die Verbindung der Potenziale. Wenn du in der guten Vorbereitung und in einer entsprechenden Verbindlichkeit unterwegs bist, dann hast du natürlich auch andere Ergebnisse. Und wenn du hier von oben reingekippt im Vertriebssystem natürlich auch mal guckst, wo ist denn mein Grauton, dann hast du auch eine zeitliche Entspannung. Ich behaupte, wenn du diese 3 Potenziale in deinen Vertrieb vollumfänglich integrierst und die nutzt, dann hast du in viel, viel weniger Zeit wesentlich mehr Ergebnis. Deine Familie freut sich und du und deine Freizeit und andere Interessen, die freuen sich auch. Mehr Umsatz, mehr Zeit, mehr Leben. In diesem Sinne freue ich mich auf deinen Kommentar. Genau das wünsche ich dir, wie immer. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video. Bis dahin, ciao, dein Robert.